Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns mit guter Audioqualität und den 4K. Ganz genau, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört bei Poco Loco Labyrinth und ja, da gehen wir rein. By the way, guys, vielleicht zu wissen, ich kann tatsächlich nicht mehr meine Facecam aus- und wieder einblenden. Damit müsst ihr jetzt einfach die nächsten 2 oder 3 Videos leben, da meine Tastatur zurzeit einfach ein bisschen kaputt ist und sorry. Kann ich das nicht überbrücken irgendwie? Nee, geht tatsächlich wirklich nicht. Da muss ich einfach warten. Es tut mir leid. Und erstmal das K1. Wir starten gut in die Folge rein. Für mich ist es tatsächlich, man möge es glauben oder nicht, 4 Wochen her seit der letzten Aufnahme. Es tut mir leid. Aber ich habe halt an dem einen Tag so viel aufgenommen, dass ich halt erstmal so ein bisschen Entspannung hatte. Und natürlich kann ich mich auch an dieses wunderbare Exemplar eines Levels erinnern. Und wie drücke ich mich da jetzt? Dankeschön. Gut und freundlich aus. Ich hasse es. Dieses Level ist garbage. Ich bin gar kein Fan. Ich habe jetzt schon Luftprobleme. Dixie, bitte. Dankeschön. Vor allen Dingen wegen sowas hier. Warum ist er hier? Geh weg. Es wird ganz kritisch. Es wird ganz wunderbar kritisch. So, hier brauchen wir... Also, ganz kurz, um das Level zu erklären vielleicht. Also, wenn ich mich richtig erinnere, brauchen wir verschiedenfarbige Schlüssel. Luft? Fragezeichen. Gibt's hier nicht. Auch cool. Ich brauche Luft. Kollegen? Dankeschön. Oh, er schießt in jede Richtung. Hier sieht es aber auch noch nicht nach Schlüssel aus. Gehen wir weiter. Hier brauchen wir grün. Okay, okay. Ich bin nach so langer Zeit echt wieder gehypt. Oh, ich erinnere mich doch. Irgendwo mussten wir hier alle Bananen aufessen und dann ging oben was auf, nicht? Okay, das war's schon mal nicht. Ja, aber hier vorne gibt's Luft. Luft brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Gibt's hier. Nein, bitte. Ja, das sieht gut aus. Kann ich hier auch rein? Nein. Dann legit das Letzte. Natürlich da, wo man nicht nachgeguckt hat. Ihr wisst Bescheid, down. Nicht in ihn rein. Und ja, genau. Ist nur ein Bonus? Ich dachte, es wäre nur ein Bonus. Führt mich das irgendwo Wichtiges hin? Gibt's hier ein Secret Exit? Na, natürlich. Zur blauen Kiste, für die ich noch keinen Schlüssel habe. Wie interessant. Okay, da rechts können wir nicht rein. Da kommt die Strömung raus, obviously. Und wir sind wieder am Eingang, ohne einen Schlüssel zu haben. Schön. Das ist nicht mein Level, es tut mir leid. Bin kein Fan davon. Wir gehen wieder oben lang, aber diesmal oben, oben. Also halt an dem viel zu netten Hai vorbei, hier rein. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ein Key wäre echt... Oh, der rote. Der rote. Das ist schon mal etwas. Das ist schon mal etwas. Da gab es doch eine Luftblase, bitte. Haben wir dafür was bekommen? Scooby, wir gehen mal nach hier unten. Ah doch, wir haben was bekommen. Den grünen Schlüssel, da sitze ich natürlich davor. Im Normalfall würde ich jetzt auf den Knopf drücken und die Facecam ausblenden, aber reden wir nicht drüber. Hier brauche ich gelb. Wo war grün? War grün hier unten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, also scheinbar weiß ich es ja doch noch. Luft und den blauen Schlüssel. Blaue Kiste war ja in diesem Zusatzraum, an den ich mich noch so halb erinnern konnte. Das ist auch sehr gut, dass ich mich daran erinnert habe. Ich hätte das wahrscheinlich sonst niemals gefunden. Also legit, das ist ja das, in Anführungszeichen, unfairste Versteck ever. Und jetzt müssen wir nach hier unten. Aber Luft hätte ich halt trotzdem wieder gerne. Was getten wir hier? Den gelben Key. Jetzt müsste ich halt nur wissen, wo die gelben sind. Wobei doch, anhand der Schimmern, die hier so an mir vorbeikommen, kann man ja ungefähr erahnen,
was für eine Schlüsselfarbe wir gerade haben. Und zwar den gelben. Und die gelbe Kiste war bei ihm oben, nicht? Es ist immer gut, sich an Dinge erinnern zu können. War die hier? Ich kann mich jetzt natürlich auch komplett verfahren, gell? Let's go. Luft, ich brauche ganz dringend Luft. Kollege, ist mir egal. Luft. Was ein Scam. Ist der Schlüssel hierfür, ja? Das ist nicht euer Ernst. By the way, diese Tür, die wir gerade geöffnet haben, war der Ausgang. Was ist das denn für ein kompletter Scam schon wieder? Okay. Dankeschön. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe das G verpasst. An der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass das so stupid ist. Warum denn? Wieso ist das? Applaus dafür. Ach, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also an der Stelle angenehm ist anders. Aber wir können zum nächsten Level. Und das wird tatsächlich das mit diesen Tintenfischarmen sein. Was das wohl bedeuten mag. Und zwar Tentaklos? Ich weiß es nicht. Wir schauen direkt mal rein. Gern hätte ich jetzt eine Taste, mich auszublenden, damit ihr in Ruhe diese Cutscenes genießen könntet. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber das wird halt erstmal eine Weile nicht gehen. Ich hoffe, das ist soweit okay für euch. Wenn es euch zu sehr stört, dann weiß ich auch nicht, wie ich es machen soll. Aber, ja, mal gucken. Oh, ein Unterwasserlevel. In der Unterwasserwelt. Ja, mal was ganz was Neues. Oh, nein. Alles klar. Das Einzige, was mich tatsächlich an Unterwasserlevel stört, ist dieses penetrante: Du musst Luft holen. Alles klar. Okay, hat funktioniert. Das da oben sieht doch... Ich finde, das hier sieht schon mehr als sass aus. Let's go, als hätte ich es gewusst. Nee, tatsächlich wusste ich es nicht. Weil es das Mikrofon falsch platziert. Es tut mir leid. Wenn ich mich aufrege, fliegt das Mikrofon irgendwie mal durch die halbe Welt. Ein Herz habe ich jetzt eigentlich nicht gebracht. Ich finde es super, wie du auch das Schwimmen in Donkey Kong... Vielen Dank. Bitte verschwinde. Bisschen Propellerattacke und Action hier. Oh, angenehm ist anders, nicht? Zack. Kurz mal atmen. Puh. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Die Erwartungen sind nicht sehr hoch. Oh, wie kann man sich nur so dumm treffen lassen? Bitte. Ja, alles klar. Er mit seinen blöden Tentakeln. Soll er weggehen da? Was? Genau. Alles klar. Ich könnte auch einfach langsam machen. Ach stimmt, da kommt ja Tinte von unten. Da war ja was. Ich kann auf nichts achten. Das O mitnehmen. Wichtig. Das hier wird eines wieder dieser richtig schönen Level, auf die keiner Bock hat. Och, no. Moin, wie geht's so? Bitte lass mich hier durch. Dixie, das ist schön. Okay, er schlägt rechts, links. Das kriege ich hin. Da oben ist bestimmt ein Secret. Safe nicht. Eingeschenkter Buchstabe. Durch, durch, durch. Checkpoint, Luft holen und wieder ins Wasser. Nee, die Unterwasserwelt ist gar nicht mein Fall.
Na klar, macht der genau da. Das ist so hart. Luft wichtig. Ich sehe nichts, weil ich auch die Facecam im Bild habe. Kann man ausweichen, ist gar kein Problem. Ja, komm. Alles mitnehmen, was geht. Hauptsache überleben. Luft wäre auch ganz cool. Achso, Luft wird überbewertet. Ja, weiß ich. Weiß ich doch. Mach deinen Tentakel weg. Hallo, Kollege, bitte. Nochmal ein bisschen Luft. Wie lange geht dieser Garbage noch? Na klar. Bitte, ich will nicht mehr. Oh, danke schön. Oh, nochmal. Diese blöde Kette treffen. Let's go. Stirb. Bitte komm einfach nie wieder zurück. Das wäre echt super toll. Brumm. Also manche Level, muss ich schon ganz ehrlich sagen, sind nicht sehr schön. Ist halt unter Wasser zusätzlich Luft. Du hast die ganze Zeit diesen Druck, fast zu sein. Die Steuerung ist halt okay so. Aber I mean, ja, das ist okay. Kommen wir... Entschuldigung, falsche Taste, Xbox. Fiesta Kabum. Die Steuerung unter Wasser ist halt... Ja, ist okay. Ist auf jeden Fall besser als in Mario Galaxy. So viel dazu. Okay. Okay, es stürzen Sachen ein und... in dein Gesicht hier. Zack. Oh, Banana. Ah, die Musik, die ballert hier schon wieder ordentlich. Achso, ich hätte das gebraucht. Oh. Ich dachte, die explodiert instant. Imagine hier sterben. Natürlich trifft er mich. Ist doch gut, hä? Was ist denn los auf einmal? Noch nie so schlecht in Donkey Kong. Und dann gibt er mir einen blöden Ballon. Oh, ein Checkpoint, das ist aber schön. Bumm. Dixie, bitte. Oh nein. Boy. Down. Angenehm. Das da oben sieht auf jeden Fall sass aus. Wir gucken aber erstmal. Ein Herz habe ich jetzt eigentlich nicht nötig. Tatsächlich ein paar Bananen. Bin ganz okay. Das hier sieht ein bisschen sass aus, aber scheinbar doch nicht. Zack, und weg hier. Natürlich, natürlich. Ich weiß, dass da Bomben kommen. Spawn. Oh mein Gott, das ist stressig, aber das ist voll machbar. Hier auch direkt wieder ein Herz. Hier stürzen ein paar Sachen ein. Ja, hier hätte man auch mal warten können. Hier kann man nicht warten. Das sind die angenehmsten Sprünge der Welt. Keine Ahnung, was das war. Ist das der Weg weiter? Ich weiß es nicht, es passiert so viel. Let's go, dann nehmen wir noch ein paar Coins mit. Checkpoint auch. Ne, Checkpoints sind hier auf jeden Fall fair. Die Musik ist auch wieder sehr, sehr schön. Wundervoll. Na klar, dass ich mich hier treffen. Wäre ja cringe, wer sich hier nicht treffen lässt. Alles klar. Nee, also die ganze Welt. Hin oder her. Die ist tatsächlich auf diesen Druck ausgebaut. Aufgebaut, Entschuldigung. Nicht ausgebaut. Ausgebaut ist sie natürlich nicht. Aber sie ist halt aufgebaut so, sei schnell, lass dir keine Zeit, du musst schnell denken und so. Was es halt in manchen Situationen tatsächlich sehr, sehr schwer machen kann. Alle K&G-Buchstaben, so muss es, weiter geht's. In dem Fall ist es halt, der. Ja, ist okay, ist okay. Nein, bitte nicht. Ist der Boss? Ich glaube, es ist der Bossgeist, aber für den Boss, da blende ich mich dann doch nochmal aus. So. Kann ich gleichzeitig hier und dann noch hier drücken? Das wäre echt cool, wenn das gehen würde.
Ja, das geht. Okay, wir können Facecam ein- und ausblenden. Wieder. Das ist schön. Was gibt's hier drin? Bananen. Ich glaube zu meinen, dass das Boss-Level ist. Nein? Das sieht aber voll so aus, nicht? Das war so als letztes Level auf der Map. Aber dann ist ja okay. Da können wir auf entspannendste Art und Weise weitermachen. Wenn du mir mal Luft geben würdest, wäre so bedankt. Vielen Dank. Ist das nicht schön? Ich sehe das richtig. Wir müssen den Stuff hier drehen und dann... Okay, raus hier. Ich brauche nämlich wieder Luft. Aber die kriegen wir hier beim Durchschwimmen, richtig? Direkt mit. Ja, perfekt. Eins... Zwei und drei. Ah, da öffnet sich was. Oh, das war todesknapp, aber war entspannt. Der Buchstabe sieht auch ganz... Das kannst du mir nicht erzählen. Sieht auch ganz entspannt aus tatsächlich. Schön, schön. Nicht jedes Level muss grauenvoll und der Horror sein. Wie komme ich nach hier oben? Achso. Ich dachte, man könnte da nicht stehen. Ein Puzzleteil. Haben wir auch schon bestimmt lange keins mehr gesehen. Kann man ja mal mitnehmen. Bumm, in dein Gesicht. Jump. Dixie, ja, wenn dann Dixie. So, und wieder runter ins Water. Cold sea air and water flowing. Aber wisst ihr, was hinter uns kommt? Ein wunderbares Herz, was ich direkt zum Snacken mitnehme. Dann wird hier entlang geschwommen. Hier rein. Oh, apropos hier rein. Hätte jetzt auch was Cooles sein können. Außer jetzt baut noch ein Puzzleteil. Als hätte ich, also wirklich, das Game studiert damals. Das ist mir egal, ich brauche Luft. Und das Herz habe ich auch wieder. Wir müssen noch eine Runde mitdrehen, denn hier befindet sich das O. Oh, wie, oh mein Gott, ich hasse dieses Level jetzt schon. Wobei, das geht tatsächlich. Also... Vielleicht bin ich auch wieder einfach nur weird, aber ich finde, das ist ganz okay. Wir haben volle Leben. Wie oft haben wir das schon? Und die hier sind ein bisschen schneller unterwegs, aber haben wir auch gemeistert. Oh, 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 hier sind wieder... Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Sind das Seeigel? Ich habe doch bestimmt hier Fachmenschen in den Kommentaren. Sind das Seeigel? Müsste ich nicht genau dazwischen safe sein? Oh, Luft. Ja, das sieht schon nach dem letzten aus, tatsächlich. Ja, raus hier. Wundervoll. Oh, Luft, Luft, Luft. Ja, wichtig. Zack. Und Banana. Auch wichtig, kann man auch immer mal mitnehmen. Bananen zum Frühstück, auch immer gerne gesehen. Jetzt kommen hier noch so Elektro-Tentakel. Ich hab die heißen nicht so. Elektro-Tentakel. Das N ist eigentlich auch ganz angenehm. Ja, weil man hat nicht wirklich Zeitdruck, weil die sich halt auch tot langsam bewegen. Ja, Zeitdruck ist dann wieder Luft. Alles klar. This is completely fine. Wir haben alle. Oh mein Gott. Wohin führt es uns? Oh ja, ich weiß noch. Ich glaube, in meinem Original-Let's Play bin ich hier gestorben. An einem dieser drehenden Dinger. War nicht so schön. Aber das Level, wir sind echt gut durchgekommen. Stabil wie Stifte. Stabilo, ihr kennt das vielleicht. Zumindest war mein Füller davon. Also wer das nicht kennt, hat einfach in der Schule nicht gelernt. Oh. Aber das ist der Boss. Und das ist das K-Level. Ja, an der Stelle machen wir den Boss dann beim nächsten Mal. Geil, wenn euch die Folge heute und hier gefallen hat, würde ich mega freuen, wenn ihr einen Like da lasst. Und wenn ihr den Boss nicht verpassen wollt, ja, abonniert den Channel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, io. Und tschüss, tschüss, Leute. Was war das für ein Outro? Ciao.